Durch die Saarbrücker Zeitung erfuhren wir, dass es einen Naturwildpark in Freising gibt. Wir fuhren dorthin und waren erstaunt, wie schön es dort ist. Im Eingangsbereich befindet sich die Wildparkstube mit Toilettenanlage sowie ein Spielplatz. Die Anlage ist großzügig gestaltet, sodass die verschiedenen Tierarten sich pudelwohl fühlen. Viele können sich durch das Areal von 25 Hektar ungestört und frei bewegen. Vom Rundweg aus hat man die Gelegenheit, die Tiere in aller Ruhe zu beobachten. Überall befinden sich Rast- und Picknickmöglichkeiten. In der Falknerei werden faszinierende Greifvögel wie Adler, Eulen, Uhus, Geier und Falken vorgestellt. In einer Flugschau werden die fantastischen Jagdeigenschaften dieser Vögel demonstriert. Leider war das Wetter heute trüb und regnerisch, sodass die Flugschau ausfiel. Elche, kanadische Puten, Hühner, Kängurus, Rotdammwild, Hasenkaninchen und Meerschweinchen, Lamas, Berberaffen, Störche und Reiher, Marderhunde, Waschbären, Füchse und Fischotter, Nasenbeere, Waldrappen und Steinböcke – dieses hat der Park zu bieten.